habe ich zusammen mit der Frau Dr. Gabriele Weishäupl vor vielen, vielen Jahren eine Einladung ausgesprochen von den Münchner Schaustellern, deren Vorsitzender ich bin, zusammen mit den Kollegen Manfred Zehle, Kinder einzuladen, so wie wir das auf unseren Volksfesten als Notwendigstes ansehen, weil Kinder sind die Zukunft, Kinder sind unser Leben. Und es hat sich so schön angetan, dass dann unsere Gattin des Herrn Ministerpräsidenten die Schirmherrschaft übernommen hat und seit vielen, vielen Jahren jetzt hier zu uns kommt. Und es ist einfach ein toller Termin. Es ist wunderschön. Die Kinder freuen sich und man kann also nur sagen, es ist ein toller Pflichttermin, den jeder gerne wahrnimmt. Und es ist schön, die lachenden Kinder zu sehen. Wir freuen uns, dass wir wieder eingeladen worden sind von den Schaustellern. Federführend macht es der Herr Ratinger. Und wir haben wieder Kinder aus verschiedenen sozialen Schulen da mit dabei. Und ja, jetzt freuen wir uns, dass wir hier sind. Und jetzt gleich geht's los. Ich mag eine Schiffschaukel. Und freust du dich schon darauf? Ja. Faruk. Mia! Ein herzliches Grüß Gott im Namen der Festleitung und ich wünsche jetzt euch allen, uns allen noch einen schönen diesen Nachmittag und alles Gute. Zum Schluss möchte ich euch allen ganz viel Spaß wünschen. Jetzt möchte ich auf alle Fälle nochmal den Menschen danken, die hinter uns stehen. Okay, danke. Wir lassen die vielen Reden aus, bis auf die des zweiten Bürgermeisters. Also das ist ein ganz wichtiger Anlass, weil das den Kindern Freude bereitet. Ja? Und es ist ein Traditionsanlass. Ich bin zwar neu als Wiesenchef, aber diesen Termin mit der Gattin des bayerischen Ministerpräsidenten, den gibt es schon sehr lange. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich muss ein ganz herzliches Dankeschön an den Herrn Ratinger, den Inhaber vom Familienplatzl, vom Weißbiergarten, aussprechen, weil das einfach zeigt, dass die Wiesenwirte, die Beschicker, einfach auch ein Herz haben für andere und weil es einfach auch ein Signal ist, nämlich dass auch behinderte Kinder dazu können und deswegen ist das so ein schöner Termin. Die Rücksichtnahme auf behinderte Menschen, auf behinderte Kinder ist natürlich ganz wichtig, Rücksichtnahme, aber auch die Teilhabe ermöglichen. Wir reden immer von Inklusion jetzt in der Bildung, das heißt, dass behinderte Kinder nicht mehr in gesonderten Klassen entsprechend unterrichtet werden, sondern dass sie mit gesunden Kindern zusammen unterrichtet werden. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da zählt eben auch so eine Aktion wie heute dazu. Für Kinder, wir haben ja auch ein paar Kinder mit Migrationshintergrund dabei. Da haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir ein bisschen Fisch haben, ne? Und wirklich tatsächlich was ohne Schweinefleisch. Und ansonsten das, was Kinder alle gerne mögen. Wir haben Würstel dabei und Pommes. Ich glaube, das wird so der Renner und die Schnitzel. Ich glaube, damit kann man Kinder glücklich machen. Die Kinder mussten der Reden wegen lange stillhalten und konnten es kaum erwarten, endlich Karussell fahren zu dürfen.